Ja, wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Dennis. Willkommen auf meinem Kanal. Heute zu einer weiteren Folge Mission Sonnenaufgang aus Itznang. Ich habe heute auch noch mein Tele dabei. Ich möchte heute auch mal noch vielleicht das ein oder andere Tierfoto mal wieder machen. Aber die Bilder blende ich natürlich wie immer ein. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es jetzt nachher heißt Mission Sonnenaufgang. Wir haben 5.45 Uhr. 6.30 Uhr geht die Sonne auf, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir an den Strand runterkommen, um in Itznang eine gute Position am Steg zu finden. Begleitet mich auf dieser Tour heute. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ja, inzwischen habe ich aufgebaut hier in Itznang und fotografiere jetzt hier drüben auf den Steg. Ich stehe hier selber auf einem Steg, deswegen muss ich jetzt gerade ganz ruhig stehen, denn hinter mir läuft schon die erste Langzeitbelichtung und zwar mit einer Blende von 10, meinem Verlauffilter, meinem Polfilter und meinem 64er ND, denn wie ihr hinter mir seht, ist es schon recht hell geworden jetzt, also Sonnenaufgang gerade in vollem Gange noch zur blauen goldenen Stunde, beziehungsweise die blaue Stunde findet vor dem Sonnenuntergang statt, die goldene Stunde nach dem Sonnenaufgang statt. Deswegen, ich zeige euch jetzt hier mal die ersten Bilder. Ich fotografiere mit der Canon R6 Mark II, dem Canon 1435 im Moment auf 25 mm, denn hier an der Seite ist noch nicht ganz der See mit Wasser gefüllt, von daher wird es nicht ganz so einfach heute, weil wir haben hier halt noch ein bisschen Dreck an der Seite, der nicht ganz so schick aussieht. Aber lasst euch die ersten Bilder gefallen und schaut sie euch an und bis gleich. So, ich habe jetzt gerade nochmal die Perspektive gewechselt. Die ersten Bilder sind schon durch. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich habe jetzt hier gerade den Steg, auf dem ich gerade stand, habe ich noch ein Boot entdeckt, das dort am Rand liegt. So ein kleines Fischerboot. Und den Steg an sich selber. Und da sind vorne dran so Fischreusen. Und die möchte ich jetzt nur ein bisschen in Szene stellen, damit es so kleinen Taiwan-Flair vielleicht kriegt mit dem Fischerboot am Steg liegend. Das kommt ganz cool. Deswegen habe ich hier die Perspektive gewechselt. Mein 64er ND ist immer noch drauf, Verlauffilter immer noch drauf, Polfilter immer noch drauf. Ich fotografiere gerade mit einer Brennweite von 35 mm. Und ja, dann schaut mal, ob aus den Bildern was geworden ist. Ich finde es auf jeden Fall geil, die Perspektive. Ihr schaut es euch jetzt an. Bis gleich.
Ja, Freunde, so wie es halt ist, wenn man da unten am Seeufer unterwegs ist, dann versinkt man halt auch mal komplett im Dreck. Alles schön dreckig. Naja, gut, hat die Frau daheim wieder was zu waschen. Okay, wir wechseln die Perspektive und gehen vor. Natürlich, was wäre ein Sonnenaufgang an einem Steg ohne den Steg selber? Dort gehen wir jetzt hin. Bis gleich. Ich bin jetzt noch ein bisschen weiter vorgegangen am Steg, damit ich hier die Wasserkante habe und ich dann ein bisschen mehr Möglichkeiten habe und nicht so viel Dreck und Schmutz im Vordergrund habe bei der Stegfotografie. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber auf jeden Fall dort oben zieht jetzt hier die Wolkendecke richtig schön Richtung Sonne zu. Das sieht sowas von dramatisch aus. Hier vorne diese gelbe Kante, von der Sonne schon fast angeleuchtet, denn da hinten geht jetzt gleich die Sonne auf. Also ist schon aufgegangen, aber kommt jetzt hinter der Wolkendecke vor. Und das sieht super geil aus. Kleine Tipps zur Stegfotografie. Richtet euch bei der Stegfotografie hier entweder an den Seitenpfosten aus, so dass ihr, wenn wir hier gerade so zwei Pfosten hier an der Seite hat, dass die auf einer Linie sind, oder eben an den Holzlatten, die auf einem Steg liegen, sodass der Steg einfach schön geradezu ins Bild reinläuft und ihr dann ein gerades Bild habt und nachher am Bild oder in Lightroom oder Neo, Lumina, egal was ihr da arbeitet, nachher nicht zu viel beschneiden müsst. Deswegen guckt da. Ich fotografiere immer noch mit meinem Verlauffilter, mit meinem Polfilter, den ich jetzt allerdings deaktiviert habe, und mit meinem ND64, immer noch mit dem Canon 1435 und auf 22 mm im Moment. Das kommt richtig cool, da habe ich nämlich noch die richtige Breite mit drin. Und jetzt muss ich gucken, dass ich dann so langsam aber sicher auch die Sonne dann mit eingefangen krieg. Ich bin gespannt, wie die Bilder werden. Ich denke, ihr auch. In dem Fall schaut sie euch an und bleibt dran. Es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Ja, gibt doch nichts Schöneres wie Licht in der Fotografie, wenn das Licht in der Fotografie für einen arbeitet. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Perspektive hier runter gewechselt, nämlich die Sonne kommt von da und leuchtet mir jetzt hier richtig schön den Steg aus. Und auch diese Bilder sehen richtig, richtig geil aus. Allein schon mit den Pfählen hier an der Seite, wo normalerweise die Boote festgemacht werden. Der Bodensee ist echt wunderbar ruhig. Na gut, jetzt schwimmt mir gerade wieder eine Ente durchs Bild und macht das Wasser wieder ein bisschen unscharf oder unruhig und verhindert so die Spiegelung ein bisschen. Aber das macht nichts. Das gehört halt einfach mit dazu. Ja, ich finde es auf jeden Fall super cool hier mit den Pfähle hier am Rand, das fand ich schon immer faszinierend. Den Versuch, die andere Seite zu fotografieren, werde ich jetzt lassen. Meine Schuhe sehen immer noch aus wie Sau und stinken tut das ganze Zeug auch natürlich jetzt nach den vielen Monaten im Brackwasser. Aber in dem Fall gucken wir uns die Bilder an. Bis gleich.
gerade mal versucht, hier unter den Steg zu kommen. Ja, Ende vom Lied ist, Schuhe wieder dreckig, ich wieder eingesunken. Geht also nicht. Aber ein Tipp von mir, wenn ihr die Möglichkeit habt, manchmal sieht es auch ganz cool aus, gerade bei so einem hohen Steg wie hier, wenn ihr dann eine relativ tiefe Perspektive sucht und dann den Steg unten drunter fotografiert, das hat auch noch einen richtig coolen Flair. Also kleiner Extra-Tipp von mir, auch mal unter den Steg gehen, vielleicht die Perspektive suchen, das hat auch immer was. In dem Fall geht's gleich weiter. Und natürlich habe ich euch einen Sonnenstern schon lange versprochen mit dem 1435. Den will ich jetzt einfangen, den Sonnenstern. Deswegen fotografieren wir gerade voll in die Sonne rein. Das ist natürlich immer ein bisschen heikel, weil bei so einer Fotografie natürlich die Sonne extrem hell ist. Auch trotz Verlauffilter, trotz ND-Filter. Und deswegen sind solche Aufnahmen immer extrem schwierig, weil man hier natürlich ein Motiv hat, das jetzt nicht angeleuchtet wird, relativ dunkel ist dann nachher und der Sonnenstern dann nachher relativ hell ist. Das ist so ein krasser Unterschied. Da muss man schauen, wie man das nachher dann in der Bearbeitung hinkriegt. Oder man nimmt einfach alles mal runter, so wie ich es jetzt auch gleich machen werde, alles runter und gucken, wie die Messmethode dann Spotmessung funktioniert oder eben Selektivmessung oder eben wieder mit der Mehrfeldbelichtung. Das muss man austarieren, da muss man gucken, was besser passt. Aber ich schaue jetzt mal und dann blende ich die Bilder da danach wieder ein. Ich habe jetzt noch mein Tele aufgeschnallt und habe hier jetzt gerade eben die Szene, dass dort zwei Fischer hinten in ihren Booten sind. Und natürlich sind in diesen, an diesen Booten immer viele Möwen unterwegs, weil die natürlich auch ein bisschen auf Fischreste hoffen. Und die habe ich jetzt gerade noch fotografiert. Und ich hatte das Glück, dass ich richtig schöne Möwenschwärme vor den Fischern auffangen konnte und dadurch richtig tolle Bilder entstanden sind. Die blende ich nachher gerne noch ein. Kommen wir heute auch zum Ende aus Itznang am Bodensee. Heute Morgen Sonnenaufgang, Mission Sonnenaufgang geglückt. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, folgt meinem Kanal und vergesst die Glocke nicht, damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, dort habe ich so meine Ausrüstung verlinkt, was ich so benutze, auch zum Videodreh und zum Fotografieren. Und ansonsten blende ich jetzt noch meine Instagram und meine Homepage ein, damit auch dort vielleicht der ein oder andere mal auf meinen Kanal schauen kann oder auf meiner Internetseite rumstöbern möchte. Übrigens, Anekdote am Rande, am 22.07. gebe ich einen Workshop Fotografieren am Bodensee, Sonnenuntergang und Langzeitbelichtung. Also falls da was für euch dabei ist, guckt mal gerne rein, meldet euch an. Ich würde mich freuen, euch auch persönlich bei einem Workshop kennenzulernen. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.